Schönen guten Tag und willkommen zu Leona auf Press the Attack zusammen mit dem Marco auf Lethal Tempo. Ich grüße euch. Wir testen heute mal so eine Duo-Kombination, die momentan eigentlich extrem gewinnversprechend ist. Ich bringe den extra Schaden über Press the Attack und der Marco, der macht halt mit seinem Lethal Tempo dann seinen Job. Hoffentlich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Yeah. So, die Grundidee habt ihr ja schon mitbekommen. Ich habe Press the Attack dabei, weil Leona eigentlich einer der Champions ist, der halt am einfachsten das durchbringen kann. Mit dem E ranziehen, mit dem Auto-Attack-Q, Auto-Attack-Reset, hat man diesen sehr schnell gebrockt, ist dann hier eben auch auf der Xayah, macht da einfach mal, ja, knappe 50% Schaden als Supporter einfach mal so durchs Ranlaufen. Wenn wir den Level 2 Vorteil haben und ich habe noch keine Minions geteilt, dann kann man da weiter ran. Gute Nacht. Und easy die Kills mitnehmen. Das ist einfach so der Gedanke hinter diesem Bild. Wir wollen permanent ran. Die hat exhausted, ne? Ja. Heal war nicht dabei. Dass man da einfach permanent rangeht. Jetzt haben wir aber leider haben die keinen Flashbins. Das wäre halt noch schöner gewesen. Ja. Ich würde die Lane gerne noch einmal reinpushen und danach noch weg. Okay, war nur für den Dings. War nur für den Push. Sah aus wie ein Gage, war der Push. Sie bleibt dann gut. Wir gehen nochmal zurück. Ich werde jetzt gleich noch Boots mitnehmen und ein bisschen Lebensregeneration. Ich werde keinen Control Ward mitnehmen. Jo, ich auch nicht. Ich habe gerade so meine Pickaxe. Okay, dann nehme ich zwei mit. Dann delay ich halt meine Lebensregeneration. Ich habe eh noch Pots. Das ist das Schöne in der Duo-Queue, ihr könnt euch absprechen, wer was wie mitnimmt. Wenn euer ADC gerade Schaden mitnehmen kann, ja, dann lasst ihm seinen Schaden. Das ist natürlich klar. Da muss man als Supporter nicht unbedingt die Regeneration dabei haben. Oh, ich sehe da eine Xayah. Die ist alleine. Ich habe noch alles ab, ich habe nicht mal Ignite benutzt vorhin. Echt jetzt? Ja, nice. Ja, dann rein, ne? Ja. Wir gehen erst noch sneaky hier unten rüber. Und gucken dann. Und ran. Ja. Gut. Genau so wollen wir das haben. Kostet mich zwar alles, aber. Gut, sie ist tot. Die ist so hard jetzt behind. Holy moly. Hier ist gerade mal Level 2, 13 Minions. Wir werden jetzt noch eine Wave reinpushen können. Ja, die ist richtig behind jetzt. Ich hoffe, dass die Soraka diesmal keinen Blödsinn hier macht. Ne, macht sie nicht. Ich teile mal den vorne. So. Ran? Ja, okay. Ui. Viel Damage. Elise ist Mitte. Ich nehme mal einen Pot. Eigentlich würde ich gleich gerne wieder weggehen, theoretischerweise. Und nur eine Wave noch. Ja, die Wave noch, ne? Beim Push kann ich jetzt mal nicht mithelfen. Das wäre jetzt für ein E zu riskant. Auf einmal ist schon Tower. Risk no fun. Geh mal. Oh, hallo Zombie Ward. Und was haben wir noch da? Jetzt habe ich nämlich Moby Boots. Ich muss die noch nehmen. Ich habe danach ein BF. Ja, gut. Geben wir gleich mal das hier noch aus, ein bisschen einen Vorteil rausholen. Die könnten jetzt nämlich auch vermuten, dass wir hier trappen wollen, dadurch, dass wir da ein Control Ward reingestellt haben. Ist durchaus auch die Möglichkeit gegeben, dass wir da ein bisschen Ruhe da erstmal haben. Ich nehme auch gleich wieder ein Control Ward mit. Ich auch. Oh Mana, ich brauche Mana. Nee, Xayah ist mutig. Oder die hat schon wieder vergessen, dass da ein Control Ward drin ist. Das ist ungefähr das Erste, was ich machen würde. Ohne Witz, die meisten ADCs machen das nie. Naja klar, also du fokussierst dich mehr. Mach das erst, seitdem ich mit dir spiele. Da jedes Mal in den scheiß Bosch zu gucken. Ich muss gleich zu Ramos. Ja. Glaube ich. Ja. Gut. Nehmen wir so mit. Flasht halt die Elise.
Why is Raka top? Okay, so Raka ist wohl top gegangen. Wir müssen mal hier ein bisschen härter pushen. Ups. Da haben wir die Gegner anscheinend schon rausgetiltet. Oder die Xayah zumindest. Ja gut, na, kann man verstehen. Das ist auch etwa der Sinn von diesem Bild. Der Vorteil ist halt einfach, du machst 12% mehr Schaden und... Ja. Kriegst deine Text wieder mal wieder durch. Also der Damage Output, den ich jetzt als ADC habe, der ist schon krass. Also das merkt man schon. Warte. Schade aufzukommen. Wir sollten da allerdings nicht wirklich rein, das sind ein paar in der Umgebung. Da sind ein paar in der Umgebung. Ich aber nicht haben. Lauf, mein Kleiner, lauf! 3, 2, 1, jetzt. Gut. Ramos! Der hat kein Flash, der hat kein Flash. Ja, da ist aber noch so ein. Es sind ein paar andere noch dabei, ja. Oh! Ja. Cam geht hin. Der ADC ist popping off. Gut, gut, gut. Carries bekommen die Kohle. Na komm. Brav. Tja, das ist jetzt schon eine Runde, wo ich sage, die ist ziemlich weit fortgeschritten. Wenn der Darius jetzt gerade keinen Dummsinn macht, aber der macht Dummsinn, der bleibt halt einfach eiskalt am Turm. Und noch ein Infernal Drake dazu. Boah. Ja, also das Game ist relativ over. Das haben wir ziemlich in der Tasche. Ich stehe 6-0 mit einer Tristana. Nein, dieses eine Minion. Warte mal. Warum pinkt mich der 100 Mal, dass ich vorsichtig sein soll? Als ob ich die Gefahren eines Jacks nicht kennen würde. Mann. Der weiß ja gar nicht, was hier los ist. Warum tippt er jetzt da hoch, hä? Der war ja gar nicht weiß, was hier los ist. Oder vielleicht denkt er sich halt auch einfach nur, er bekommt jetzt mal ein paar Erfahrungspunkte da oben. For free, nachdem er die ganze Zeit gepressured wurde. Soraka mit der Fist mit der Jacks müsste gleich Topside. Hinter Topside, ja, müsste wieder hochgehen. Elise ist nicht zu sehen, obwohl ihr Red Up ist. Also, Timing ist hier bei der Frau nicht vorhanden. Fizz geht halt hier so langsam hoch. So, Raka könnte auch hochkommen. Ja, ich laufe Mitte. Ja. Wenn die sich oben zeigen, pushen wir Mitte. Push. Gut. Push, Bube, push. Ich komme direkt mal Mitte. Oder warte mal. Oder warte mal. Oder warte mal. Ich habe da was gefunden. Da ist eine Spinne am Red Buff rumgeschlichen. Ah, okay. What? Eieieiei. Wird wahrscheinlich nicht reichen, war ein bisschen greedy. Ich hab nichts. Ganz dann. Ist gut. I don't wanna fight this. Darius? Nein. Darius. Von hinten durch, oder? Ja. Gegen das Raka Tower Dive. Hammer. Jungs, Hammer. Hammer, locker, easy. Ja, da, falsche Richtung. Ich hab die Spinne schon gesehen. Hab die Spinne gesehen, ich lauf trotzdem rein. Ja, ich musste da runterlaufen, sonst hätte mich der anspringen können. Xayah möchte ich nicht unbedingt nehmen, da möchte ich nicht drauf. Ich tu mich mal resetten. Ja. Nee, obwohl, nee, nicht so. Moment. Können wir nicht. Stellen wir uns davor, falls die Spinne kommt, dass wir die abfangen können. Ja, sollte schon runter durch dir das noch holen. Yep.
Wir gehen kurz mal einen Schritt hier rüber, machen Vision. Sehen, dass die Xayah jetzt resettet und gehen dadurch heim. Denn warum nicht? Wir waren schon viel zu lange unterwegs. Na, Moment. Vision first, danach hier dies, dann diese beiden und dann das. Und dann werde ich straight up wieder in die Mitte laufen. Und du wirst jetzt wahrscheinlich nach denen resetten, oder? Oder holst du die Wave noch? Dann haben wir, die Wave hole ich mir noch. Haben wir einen fetten Push da unten. Ja. Dann muss da auf jeden Fall ein Gegner runtergehen. Teilen wir mal beide hier. Es ist ein bisschen blöd gerade. Wir kriegen nicht wirklich was gebacken. Oh. Wait. Fizz ult ist draußen. Hat Suraka geultet? Nein, hat sich nicht so angefühlt. Deswegen gibt es für Rammus nur einen Gedanken. Rein. Eigentlich wollte ich nicht auf die Sorake, ich wollte eigentlich nur den Fizz festhalten. Die hat jetzt keine Ulti mehr. Ja, das sind halt, ne? Ja, ich habe zu früh getankt. Wenn du nicht auf die Sorake gesprungen wärst, wärst du nicht gestorben, weil ich bin reingesprungen, um dich zu healen. Aha. Heal also. Na gut. Es war halt einfach ein blöder Winkel gerade von mir. Ich hätte das eh einfach anders setzen müssen. Damit das so nicht passiert. Drachen haben wir vorhin bekommen, ne? Infernal. Ja. Sollten wir langsam den Mountain vorbereiten. Wir haben zwar hier einen Control Ward, aber das reicht mir per se gerade noch nicht, wirklich. Ich möchte mehr wischen darum. 224, 602 auf dem ADC. Wenn ihr solche Stats lest, dann habt ihr euren Job richtig gemacht. Wenn der ADC 6 Kills hat, dann ist es eigentlich ein gutes Spiel. Wenn er damit umgehen kann. Wenn. Das müssen wir einfach bei jedem ADC vermuten. Das ist ja das Traurige als Supporter. Du weißt nie, was für eine Nase du da an deine Seite bekommst. Und er kann dich auch für eine Nase halten. Das Nasenproblem. Ist das dein Ernst, Flo? Die war am Backporten. Natürlich ist das mein Ernst. Ich meine, okay, du intest dafür jetzt, ja, aber... Ja, wenn sie einfach da steht, die war am Backporten. Du bist ein Support, du bist kein Assassin. Was nee, ist das die hatte nur noch 40% Leben. Okay, ja dann. Hi. Ich hätte einfach mich früher auch für die komplette Combo entscheiden sollen, dann wäre das besser gelaufen. Herald. So, wir nehmen Magieresistenz, denn wir haben keine Magieresistenz. Das neue System sagt einfach, kauf dir Magieresistenz, dann überlebst du die Engages von den Gegnern. Wir haben hier eine Fizz-Dings-Kombination und auch noch eine gehörige Portion Mix-Damage magischerweise auf dem Jax. Das heißt, Magieresistenz ist auf jeden Fall worth hier. Und das machen wir halt auch einfach. So ein klein bisschen wirkt bei mir. Ich weiß gar nicht, in was das ausartet. Leute! Ich bin auf dem Weg. Der Mountain Drake! Wir haben einen Mountain Drake. Wir haben einen Mountain Drake. Der Mountain Drake, den mag ich schon haben. Ja, komm. Ja, zu zweit oder was? Da ist ein Spiedermann. Wollen wir nicht den Spiedermann erschienen? Ich dachte, du machst Schaden. Ja, mach ich ja auch, aber ich habe auch 1600 auf der Bank. Ich dachte, du machst Schaden. Kostet uns vielleicht eine halbe Minute, aber wir haben Drachen for free. Und die Gegner irgendwo rumdörpen. Xayah töten. Mach mal. Wenn sie weiter pusht, natürlich nur. Müssen wir kurz gucken. Da unten ist sie nicht. Pusht nicht weiter. Also gehe ich wieder. Ich habe da nichts verloren. Ich brauche den Farm nicht unbedingt. Ich habe meine Combo. Ich brauche auch nicht wirklich Erfahrungspunkte in diesem Moment. Der Push geht in die Mitte und da sehe ich mich. Ich hole die Wave unten auch an. Dann können wir danach rotieren. Er tankt es. Wenn die fighten, sag's mir bitte, ne? Ja, wir fighten hier. Wir fighten hier schon, bist du. Ich hol mir den Botlane Tower.
Ich muss da raus. Ich muss da raus und ich habe dafür einen Rammus geopfert. Bitte einen kleinen Salut für ein gefallenes Gürteltier. Gürteltier. Ich habe den Echo so ein bisschen weiter vorne gesehen, gefühlt, gespürt. Oh, die arme Spinne, die wurde gestunt. Die kleine. Aber das Schöne ist, wenn ihr am Anfang des Spiels gut seid, so ist es halt im Endeffekt jetzt wieder, dann macht euer Team das auch einfach so, selbst wenn ihr danach ein bisschen Mist baut. Das ist nice. Ah, du bist rausgekommen und das haben wir auch. Gut. Wir verkaufen uns ein klein bisschen. Gehen gleich aufs Iron Solari, dann haben wir eben genug Resistenzen gegen den Fizz vor allem. Ist so mein Hauptproblem hier. Aber ich gehe ja gerade praktisch nicht auf den Resolve Tree, ich gehe nicht auf Aftershock. Das heißt, mir fehlen definitiv Resistenzen, die man jetzt üblicherweise auf einer Leona hätte. Ja. Ihr könnt aber auch eigentlich den Runenbild danach wählen, wie ihr wollt. Ich habe ihn euch vorhin eingeblendet. Dazu auch Markus seine, welche er genommen hat. Es ist im Prinzip halt wirklich so, der Hauptfokus liegt auf Press the Attack mit Lethal Tempo. Und danach seid ihr frei. Es muss halt eigentlich passen. Je nachdem, was die Gegner bauen, was ihr braucht, was für eine Aufgabe ihr noch weiter zu erfüllen habt. Aber hier sehe ich mich praktisch eher auf dem offensivsten Weg. Über einen Dominanzbaum als zweite Richtung. So. Fist von links. Ach so. Ich habe gerade meinen Stun um keine Ahnung wie viele Welten nicht getroffen. Ja, ja. Mach du nur. Du bleibst mal da drinnen. Ha. Nein. Auto-Attack gerade nicht durchgekriegt auf den Fisch. Kein Schild. Kein Leben. Komm mal ran! Danke. Mein Gott, Alter, stell dich doch nicht an. Legendary AD Carry, woo! Passt. Wir haben das auch gewonnen. Ja, eine sehr, sehr offensive Möglichkeit, die ihr halt vor allem in der Laning-Phase benutzen könnt. Marco, danke fürs Mitspielen. Gerne, gerne. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, gemiss. Tschüssi.